Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und bei der Roberts. Moinsens. Ja, wir spielen zusammen Watch Dogs und gucken wir mal, wer die Schwatte da ist. Ja, wir haben auf jeden Fall uns, die geht auf jeden Fall schon mal besser, wir warten noch mal einen Moment. Wir haben uns auf jeden Fall überlegt, alles klar, Watch Dogs, ein ziemlich langer Titel und den werden wir beide zusammen durchspielen. Wir sind quasi unsere gegenseitige Motivation, dieses Open-World-Spiel durchzuzocken. Ja, ich weiß nicht, ob ich so eine Langzeitmotivation bräuchte, aber ich habe ja in den letzten Videos gehört, dass du so eine brauchst. Dass genau. Du jemanden brauchst, der dich da nochmal hinterherzieht. Genau, weil ich gerne halt ein bisschen Scheiße baue, mal ja, so zwischendurch. Merke ich schon, ja. Und ich würde sagen, wir schnattern nicht lange rum. Wir fangen an. Ich gehe davon aus, dass direkt eine Story startet. Story-Video. Und wir erstmal die Fresse halten müssen. So ist es. Fällt dem Krieger aber oft schwer, aber... Ja. Ja. Wenn Sie parken, können Sie sich im Wagen verstecken. Kreis, um die Entfernung zu verringern, in der Gegner und Polizisten Sie erkennen. Alright. Kreistaste ist schon mal gut. Komm schon, Helikopter. Wollte gerade sagen. Wir sind schon unterwegs, oder was? So, wenn wir fehlen sollten, dann ist das pure Absicht und wir machen das nur zu Unterhaltungszwecken. Du! Ach, du bist der Pro, oder was? Ja klar, in jedem Spiel. FIFA, alles. Dann schauen wir einfach mal, wie das aussieht. Übrigens, falls sich der Ton irgendwann mal doppeln sollte, es ist halt ein Problem, weil wir beide ja kein Headset anschließen können. Genau, wir würden ja gerne Headset tragen, aber wird halt schwierig. Wir haben erst überlegt, okay, immer der am Joystick bzw. ne, spielt, der sollte ein Headset tragen. Controller ist das Wort. Controller, siehst du, ja. Behinderter. Ja, entschuldige. Jetzt mussten wir uns darauf einigen, dass wir eventuell den Ton einfach ein bisschen lauter stellen, sodass wir ihn beide hören. Solltet ihr witzige Aktionen haben, wir wollen ungefähr, ein paar Folgen immer so, halten wir mal die Fresse, kommen wir nachher nochmal drauf. Welche Stadt ist das? Keine Ahnung. New York? Nein. Oder? Aber das ist ja schon mal deine Schwatte. Hey. Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Das wird so umfangreich. Lost 5000 in Poker Last Night stand. Viel zu viele Informationen gerade. Noch. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Machen wir auch, ne? Die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Halte dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertraue deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Die scannen das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was verdammt ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Es ist vorbei. Schalte ab. Ja, war kacke, ne? Alright. So, muss er mal alleine durchziehen. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Niki! Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Ich glaube, den Niki müssen wir uns erstmal merken. Die Niki, mit der sind wir verheiratet und haben zwei Kinder. Okay, ja, dann gecheckt.
Wäre wirklich besser, dass wir uns die merken. Da sind auch keine Grafikfehler. Das Spiel ist so. Elf Monate später. Niki ist wieder schwanger. Schon längst das nächste Kind geboren. Sieht aber geil aus. Ja, das Problem ist, wir haben jetzt schon 7 Minuten aufgenommen hier irgendwie. Ja, 6 Minuten. Ja, dann ist das halt so. Finde ich es. War ja zu erwarten. Mit Maurice sieht doch eher aus wie Carlos. Ui. Auge noch drin, oder? Du weißt es nicht. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Oh, wie Baby. Mein Name gesagt. Okay, ich sag dir. Der Schläger war auch schon etwas blutig. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind, das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann, auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Bam! Ja, das hat er ja nicht. Wer gab den Befehl? Noch ein. Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen. Halt die L2 zum Ziel. Aufs Ohrläppchen? Ja, oh, das sollte eine gute. Nee, erstmal ins Knie so. Anhitten. Erinnerst du dich jetzt? Boah. Da, genau. Siehst du, hätte ich vorher aufs Knie geschossen, wäre das gar nicht erst so weit gekommen. Hat so eine Ladehemmung oder was? So ein Teleskop-Schlagstock ist schon was Feines. Ja. Aber den machst du nicht so wieder zu. Haha. 0 Uhr. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Jetzt redet er auch erstmal. Ist nicht so gesprächig gerade, der Maurice. Drücken und halten die Viereck zum Hacken. Also ich muss da hier ans Handy. Da hier. Jump. Okay. Da rechts unten an der Karte siehst du, wo du, glaube ich, hin musst. Ja. Oder beziehungsweise. Hey, der Commander. Erstmal nach getaner Arbeit. Her mit dem Drink. Weißt du, der hackt sich hier. Was haben wir noch? Erreichen. Erstmal die Störung. Kann ich den nicht nochmal hier so ein bisschen verkloppen oder so mal reintreten? Ja, der ist schon weich, der Junge. Erstmal so ein bisschen die Steuerung rausfinden. Oh, guck mal, nur ein Baseball. So. Wäsche rausholen gerade noch, oder was? Ja, alles ordnungsmäßig. Ah, guck mal, da kannst du das öffnen. Guck! Was habe ich jetzt? 134 Geld bekommen. Ja. Nee, 500. Ja, oder? 500 hattest du scheinbar schon. Boah, kein Schink. Was? Ja, okay, das ist jetzt die. Also zu Maurice. Genau, die so. Infos zu Maurice. Wegwerftelefon, Schwachstelle erkannt. Okay. Ja, aber das haben wir ja gerade schon. Wem gehört die Tasche? Das hättest du jetzt irgendwas großartig gedrückt? Nee, aber ich hab's jetzt mal weggepackt mit Viereck nochmal. Okay. So, dann gehen wir mal hier durch, ne? Oh, hier ist noch. Da gibt's noch Chemistry Komponente. Eine chemische Komponente, die nehmen wir mal mit, da kann man immer nochmal. Kann ich die jetzt noch bearbeiten, so ein bisschen hier draufschütten?
Ja, man muss ja erstmal gucken, was ist alles möglich. Nicht, dass wir hier direkt am Anfang was übersehen, was total wichtig ist fürs Spiel. Nichts ist unmöglich, Commander. Okay, müssen wir hier ein bisschen Moin sehen. Ach, guck mal, da liegt auch der Nächste. Was ist denn da los? Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße. Wo warst du denn, Mann? Was? Ui, sie ist kacke aus. Mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shawty. Der Typ hat dafür gesorgt, dass da keine Kugeln drin waren, oder was? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Sieht aber nicht so aus, als wenn da wenig Kugeln drin waren. Soll das Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder, kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Ich dachte... Ein Chauffeur. Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Dass die das alles so schön leise machen mit Hecken und so, aber die ballern ja gut rum. Chicago Police, wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Tu es nicht. Nicht hier. Okay. Drückst du X? Okay, ich würde mich davon... Und hier ist noch eine Leiche. Genau. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Ich glaube, da kann ich hingehen, ne? Ja, ich. Das. Wir haben 2 Leichen in den Katakomben des Maystadiums. Gangbanger. Verstanden. Wir schicken die Spur. Kannst du irgendwas mit dem tun? Pass auf, du siehst auf dem Radar, wo er hinguckt, ne? Ja, ja, der ist blind. Oh, guck mal, ist ein Brecheisen. Ich bin ja schon wieder auf dem Trip, Polizei hier. Nur umgehen, oder was? Was würde ich nicht alles tun, um den mal in die Finger zu kriegen? Okay. Das heißt, du hast jetzt das Ding da ausgelöst. Das Handy oder was auch immer, was denn die Geräusche von sich gebracht hat. Kann ich da hinten noch irgendwie das Tor oder so? Als hätte ich nicht schon genug Sorgen. Okay, ich meine, du bist ja vorbei, du kannst ja weiter hoch. Ich mach nochmal. Okay. Oh, also ich weiß nicht, ja, dann ab hoch den Container. Jawohl. Bam, bam, ja. Kinderspiel. Easy, Junge. Den Profiler zu aktivieren. Mach mal dein Hack hier, ne? Okay. Erstmal hacken wir die. Was stand da mit Hilfe von Kameras? Können Sie? Das habe ich nicht gelesen. Achso, wahrscheinlich, was anderes machen. So, du bist jetzt praktisch in der Kamera. Ich bin die Cam. So, jetzt, ich würde aber mal, weil da, also ich sehe da... Ich komme ja nicht mehr raus. Wie, du kommst nicht mehr raus? Ja, muss ich irgendwie rauskommen. Drück nochmal Viereck. Ah, ne, ich muss jetzt von der einen Kamera zur nächsten Kamera. Ah. Okay. So. Und hier muss jetzt irgendwas tun. Ja, ich muss immer diesem Datenfluss folgen. Ich bin jetzt von da hinten. Ja, da ist eine andere Kamera. Ja, da, von da aus hast du wahrscheinlich eine bessere... besseren Winkel. Warp dich? Bams.
alles ruhig. Alleinerziehender Vater, 33, komm. Einkommen 49,80. Kann ich den nicht irgendwie... Nee, aber da oben ist eine andere Kamera und du wirst dich wahrscheinlich immer weiter hangeln müssen, bis du die Tür irgendwie aufkriegst. Sportschütze. Würde ich sagen. Oder? Ja, glaube ich auch. Da komme ich her. Ja. Ich muss ja dem Datenfluss folgen. Ich wollte gerade sagen, der müsste da jetzt rechts oben sein. Oder? Da geht er runter. Aha. Das Ding kannst du hacken. The door is open. Simsalabimbims. So, trotzdem in Deckung, mein Freund, ne? Da ist ja ein Kollege. Ein Kollege? Der Kollege? Der alleinerziehende Vater. Muss ja einen ablenken. Ach, wir haben eine Knarre schon dabei. Nice. Warte. So, dann da noch muss ich Köder herstellen machen. Jetzt habe ich einen Köder. Ein Köder! Wo willst du ihn haben, ist die Frage. Da muss ich ihn hinwerfen, stand er da. Stand er da. Okay. Schluck den Köder. Oh, das ist geil gemacht von mir. Ja, hopp. Der dreht sich rum? Nee, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Das ist nicht mein Problem. Hier, da. Drückst du jedes Mal X, wenn du um die... Oh. Ja, komm sie her. Scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Alter. Wir wollen nur reden. Ey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Scheiße, Jay hat doch nichts getan. Da muss ich hin. Hin kommst du durch. Links war doch nichts hinter der Bar, oder nicht? Konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Hey, yo, womit denn? Ganz ruhig, okay? Gib denen nichts, was sie verwenden können. Aus der Gemeinde ausgeschlossen. Wong Hong! Ja, mit dem Namen? Die Ausweise bitte. Beide. Ich zeig dir einen Scheiß. Ja, aber die sind kacke hier. Ja, aber guck mal, wenn du links an der Bar, also hinten... da hinten rum. Ja, genau, das meine ich. Da. Ja, da kommst du dran von vorbei. Werden die wohl nicht sehen. Das können sie auf jeden Fall verwenden. Mann, das ist doch verrückt, wir haben Rechte. Würde ja gerne irgendwie ablenken, ne? Ja, wäre ja auch nur mal sicher. Was bist du denn für eine Busana? Zack. Oh. Way! Ja, ja, way, pass auf, da links sind da irgendwie. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex am Regeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Ja, mach mal. Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Okay, das heißt, du musst jetzt den Typen ausfindig machen, der den Code hat. Und dann sein Handy oder was auch immer hacken. Das sind wahrscheinlich nur normale, genau. Das ist mal da oben hoch. Richtig. Dann nehmen wir da drüben die erstmal. Aha. Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Dem. Es gab einen isolierten Vorfall im Untergeschoss, also riegeln wir es ab. Damit habe ich kein Problem. Ihr wird gleich eine ganze Horde Kollegen auflaufen. Das wird reichen. Das ist der Typ, den hast du jetzt gehackt, beziehungsweise gehackt du gerade noch. Okay. Ein Spieler braucht. Nee. Dann holen Sie einen, der es kann. Hab ich doch jetzt bekommen, oder? Ich denke da doch. Da hinten. Hey, gib mir Barry. Dann sag ihm, er soll mich zurückrufen. Das muss ich jetzt hin? Bei. Ja, nee, warte mal, was steht denn da drüben? Im, wo? Da an dem linken. Ja, ja. Das sollst du da hacken. Okay. Dann muss ich nochmal zurück. Okay. Über die Kameras wieder. Die Idee ist cool. Ach so, ja, okay, jetzt hast du die Frage gerade bekommen und jetzt musst du. Ja.
logisch aufgebaut, das ganze Ding. Blitzo. Jetzt ist die Frage, wo musst du hin? Das ist eine gute Frage. Der Heli ist oben. Hier ist DH2. Von hier oben sieht alles ziemlich übel aus. Okay. Stromausfall hat ein paar Flutlichter zerstört. Vielleicht gibt's Verletzte. Die Menschen strömen aufs Spielfeld. Feinde, genau. Wir müssen aufpassen. Ja. Wobei, der eine schaut da jetzt auch schon drüber. Das wird nichts, erstmal. Ich fürchte, der wird hin und her wacken. Nee, ist okay. Okay, jetzt könntest du. Ui, 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 Vorsicht. Alter. Ist klar. Ein paar Kuss hier, ja. Commander Pillepalle hat sich mal wieder durchgelackt. Und zugemacht. Am Easy. Abschließen, bitte. Wo bist du, Jordi? Was? Weg. Habt ihr Bullenallergie? Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was dagelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss. Weg. Und dann würde ich sagen, wir müssen erstmal schauen, wo die Facecam jetzt ist. Ob wir jetzt nach unten gucken, nach rechts, nach links, nach oben. Müssen wir mal schauen. Alles mal neu justieren. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war die erste Folge Watch Dogs. Jetzt ein bisschen länger gewesen. Wir werden uns so an 15, 20 Minuten werden wir uns ungefähr halten. Anfangs jetzt viele Videos gewesen. Der richtige Spaß, denke ich mal, fängt erst so richtig an. Ja, du darfst jetzt gleich erstmal fahren. Ich bin gespannt. Also wir wechseln uns immer ab. Ihr könnt uns ja in die Kommentare schreiben. Wir werden, wie gesagt, jetzt gleich, denke ich mal, ein paar Folgen aufnehmen, damit wir ein bisschen was vorproduzieren, weil... Im Fluss bleiben halt. Der Kollege hat ja auch ein bisschen mit der Uni zu tun. Bisschen. Arbeitet noch nebenbei und ja, wenn er dann halt mal Zeit hat, nehmen wir auf. Das heißt, wir werden jetzt erstmal einen Batzen aufnehmen. Das heißt, wenn ihr uns jetzt in die Kommentare schreibt, hey, packt die Facecam woanders hin, das kriegen wir hin. Aber wenn ihr sagt, oh, wechselt euch doch ab, wenn ihr verreckt seid oder wenn die Mission zu Ende ist oder was weiß ich, wenn es gerade 12 Uhr ist, dann wahrscheinlich erst in der 12. Folge. Genau, in einigen Folgen danach, denn das haben wir dann noch nicht umsetzen können, weil wir es ja am Stück aufgenommen haben. Genau. Sollte es euch gefallen haben, Kaching. Sollte es euch nicht gefallen haben, auch Kaching, Kaching, Kaching. Und schreibt uns in die Kommentare, wie ihr bisher ja das erste Level gefunden habt und wie ihr es findet, dass wir zu zweit das Ganze machen. In diesem Sinne, gut, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Commander und euer Robson. Haut rein.